Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. So ihr Lieben, ich habe euch im letzten Video gezeigt, wie man diese wunderschöne Karte macht. Und dazu seht ihr heute die beiden wunderschönen Verpackungen. Und wir haben im letzten Video diese Karte zusammen gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal, was die Karte kann. Weil das ist eine richtig coole Karte, die hat eine tolle Form, die kann man hier so wunderschön aufklappen. Man hat hier noch schönen Platz für Grüße und ja, kann das dann hier wieder schön verschließen und kann die dann passend zu unserer heutigen Verpackung verschenken. Das Video zu der Karte, das verlinke ich euch jetzt hier oben bei dem weißen i. Okay, dann starten wir jetzt mal los, die Karte kann schon mal weg. Denn heute geht es um diese beiden tollen Verpackungen. Also, ich zeige euch die mal von Namen. Die sind also ganz hübsch dekoriert, wie ich finde. Mir gefällt das Designerpapier sehr gut, das kommt ja gut zur Wirkung. Und das Besondere ist, dass der Verschluss dieser Karte hier total lustig aufgeht. Also, ihr habt hier so eine ganz schnell verschlossene Box. Und hier haben wir die ganze Box nochmal in klein. Ich zeige euch also heute im Video auch noch, wie ihr das in kleiner machen könnt. Hier wäre zum Beispiel eine Idee für ein Parfüm. Das könnte man hier schön verpacken, denke ich. Und hier vielleicht für Schmuck. Kann man zu Weihnachten natürlich auch immer ganz schön verschenken und hat man dann noch eine kleinere Dose zum Verpacken. Wenn ihr, als kleinen Tipp wollte ich euch noch sagen, wenn ihr ein Parfüm verpackt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr die Verpackung in diese Richtung macht, weil die relativ schnell auch wieder aufgeht. Oder ihr macht es in diese Richtung und macht dann einfach eine Banderole, die so hochkant außenrum geht. Und dann ist die auch super verschlossen. Wenn ihr was Leichtes verpackt, dann könnt ihr das auch so lassen. Ich verpacke hier zum Beispiel jetzt diese Schleifchen, das sind so selbstklebende Schleifchen. Die sind recht leicht und dann bleibt die Box auch ganz gut verschlossen. So wie bei dieser kleinen Verpackung, da habe ich eine kleine Banderole rumgemacht, dass die Box dann nicht mehr aufspringt. Also die hält so auch, aber ja, manchmal kann es schon sein, dass es dann sich hier an der Seite öffnet. Genau, wie das funktioniert, das seht ihr jetzt in diesem Video. Hier seht ihr noch als kleines Highlight eine kleine Sternschnuppe. Um die Banderole klebt. Siehst du da? An Farbkarton habe ich gearbeitet. Einmal mit der Metallic-Kupferfolie, mit dem Designerpapier im schönsten Glanz, mit Sahara-Sand, mit Marineblau und mit Farbkarton in Vanille pur. Hier liegt auch schon mal alles. Also wie gesagt, das waren die Bestellnummernfasser, die braucht. Und hier liegt schon mal alles zugeschnitten. Was ihr noch braucht, ist einfach eine ganz normale CD. Mit der machen wir diese Verpackung nämlich heute. Das Metallic-Papier, das habe ich schon mal geprägt mit der tiefen Prägeform. Das zeige ich euch nachher vielleicht auch nochmal ganz kurz. Und habe mir da auch schon mal was ausgestanzt. Auch das erkläre ich gleich. Jetzt geht es ums Papier. Ihr braucht ein Reststück in Marineblau. Da habe ich jetzt schon was drauf gestempelt. Und zwar ist das aus dem Festtagsglanz mit der Nummer 150696. Dieser große, schöne Stempel. Und das habe ich einfach aufgestempelt in Marineblau. Ich habe auch für dieses Video schon relativ viel hergerichtet an Deko, dass es einfach für euch ein bisschen schneller geht. Aber ich erkläre euch, wie gesagt, alles, was ihr da braucht, wie das funktioniert. Was ich noch vorgestempelt habe, bereits in Marineblau auf Vanille pur, also das ist ein Reststück in Vanille pur. Das ist der Spruch Weihnachtspost für dich, den finde ich auch sehr schön. Also ich finde die Schrift in diesem Tannen und Karos ist extrem schön. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz eine tolle Schrift und es fällt auf den ersten Blick gar nicht so auf, aber das ist wirklich... Für mich ist das eine der schönsten Schriften, die wir dieses Jahr haben, von den Weihnachtsstempeln. Dann habe ich noch ein Reststück in Vanille pur auch schon bestempelt mit Memento. Und das Ganze ist auch aus dem Stempelset Festtagsglanz und zwar ist das der hier unten. Das ist dieser Zweig, den habe ich mir aufgestempelt, habe ihn mir dann mit der Hand ausgeschnitten und ihr seht schon, ich habe da nicht alles dran gelassen. Also hier unten habe ich einfach großzügig abgerundet. Da muss man gar nicht so fein ausschneiden. Nur die Blätter habe ich schön ordentlich ausgeschnitten. Und hier in diesem Zwischenbereich ist eigentlich auch noch so eine Frucht. Die habe ich auch rausgeschnitten. Die braucht man auch nicht. Das zeige ich euch aber auch gleich. Genau, das habe ich schon hergerichtet. Und dann braucht ihr auf jeden Fall ein großes Stück Sahara-Sand. Also ein 12x12-Inch Papier. Das schneidet ihr euch zu auf 30,5x26 cm. Also 30,5 ist es ja schon, das lasst ihr einfach so und dann sind 26 cm gekürzt und dann habt ihr noch dieses Reststück und das könnt ihr auch gleich behalten als Banderole vielleicht. Ist das ganz praktisch.
Und ihr braucht noch ein Designerpapier mit dem Maß 26 x 10 cm. Okay, dann legen wir jetzt erstmal los. Als allererstes falze ich mir jetzt mal mein Papier in Sahara-Sand mit dem Papierschneider. Und hier ist es wichtig, dass ich als erstes mal aufpasse, ich muss erstmal den Arm ausklappen, dass ich wirklich das 30,5 cm Papier jetzt oben liegen habe. Also das lange, die lange Seite soll oben liegen. Und die falze ich mir jetzt. Also, ich hoffe, ihr seht das alles so ganz gut. Ich falze mir als erstes bei 4 cm. Auf dem neuen Papierschneider ist es ja so, dass diese Linien in Inch sind. Für mich ist das jetzt eine ziemliche Umstellung. Ich habe mich da immer sehr dran orientiert. Das Gute ist aber, dass ihr hier auch die 4 cm nochmal angeschrieben habt. Also ihr könnt euch oben und unten an diesen 4 cm orientieren. Aber bitte nicht mehr an diesen Linien. Wenn ihr den auch habt, den neuen Papierschneider. Okay, also bei 4 cm. Bei 14 cm. Bei 18 cm. Ich lege mir das immer hier an und dann falze ich das mit der hellen Klinge. Bei 28 cm. Anlegen, dass es passt. Und dann drehe ich mir jetzt mein Papier einmal so rum, dass jetzt diese kürzere Seite, also die 26 cm Seite oben liegt und falze mir das Ganze jetzt nochmal bei 3,5 cm. Kann ich jetzt hier auch rechts hier anlegen, also hier bei 3,5 cm anlegen. Dann mache ich das Ganze bei 7,5 cm, das heißt, ich drehe mir jetzt meine Falz auf die linke Seite, 7,5 cm. Da kann ich mich jetzt auch ganz unten, also ganz unten habt ihr das auch nochmal drauf. Seht ihr das hier? Kann ich mich auch da dran noch orientieren, ob es gerade liegt. 7,5, dann bei 18,5 cm. Und die letzte ist noch bei 22,5 cm. Und wenn ich den Papierschneider schon mal da habe, dann nehme ich mir jetzt auch noch, also ich lege euch das jetzt mal hier so hin, damit ihr seht, wo ich das überall gefalzt habe. Da könnt ihr auch gerne ein Pausebild machen. Ich nehme jetzt auch noch das Designerpapier und falze mir das auch gleich noch. Also diese 10 cm, die kurze Seite hier, die braucht man gar nicht falzen, sondern eben nur die lange Seite. Ich lege mir das jetzt so in den Papierschneider und falze mir das Ganze jetzt einmal bei 3,5 cm. Bei 7,5 cm. Bei 18,5 cm. Und bei 22,5 cm. Ihr werdet das jetzt schlecht sehen, aber dann haben wir das auch gleich gefalzt und zeige euch das dann nachher, wie das. Seht ihr die Linien ein bisschen? Ein bisschen kann man es erkennen. Also hier sind zwei und hier sind zwei. Wie wir das dann zusammenbauen. Aber dann haben wir mit dem Falzen schon mal einen Teil erledigt. Jetzt zeige ich euch mal meine Probebox. Also das ist meine Probebox. So ist das Ganze entstanden. Ich habe jetzt hier eine Banderole. Ich habe jetzt einfach mit älterem Designerpapier gearbeitet, das ich ganz gut verwenden kann. Ich habe mir hier jetzt mal auf ein zweites Papier hingelegt, dass ich sehe, wie das zweifarbig ausschaut. Ihr könnt die Verpackung natürlich auch einfarbig machen. Ich habe es nur noch nicht zusammengeklebt, weil es mein Schnittmuster ist. Aber jetzt zeige ich euch, wie wir das Ganze zuschneiden. Ich zoome euch mal ein bisschen raus, es ist schon ziemlich viel zum Sehen hier. Also, hier unten ist meine Klebelasche ein bisschen länger, aber sie ist immer noch schmäler als oben. Das wollte ich euch noch zeigen, und zwar bei dieser Box. Bei der großen Box ist es so, dass ihr hier an der Seite einen Rand habt. Der ist klein. Den könntet ihr natürlich auch nach innen machen. Das habe ich bei dieser Box hier gemacht. Wenn ihr euch den nach innen macht, dann sieht man aber, wenn man auf die Box drauf schaut, hier oben diesen ganz kleinen Schnitt. Seht ihr das, was ich meine? Also und hier ist es halt hier oben schön gebogen, aber dafür hat man an der Seite einen Schnitt. Das liegt einfach daran, dass das Papier
Einfach 30,5 cm und nicht größer. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann müsstet ihr die untere Klebelasche größer machen. Dann müsst ihr euer Gesamtpapier 31,5 cm haben und nicht 30,5, also 1 cm länger, damit ihr diese Kante hier nicht habt, sondern dass es bis darunter geht. Aber ich muss sagen, mich stört es nicht. Bei der kleinen Box ist es sowieso gar nicht vorhanden, weil wir dann das Papier ist da gar nicht so groß, das passt locker. Und ich fand es jetzt schöner, wenn man hier oben keinen Schlitz sieht, obwohl der jetzt in der Kamera kaum zu sehen ist. Aber mir hat es besser gefallen, wenn das am Rand ist, wie wenn das da oben ist. Aber das könnt ihr entscheiden, wie euch das besser gefällt. Ich habe es jetzt mal, es kommt dann eben darauf an, wie ihr das zusammenklebt. Wenn ihr die Lasche nach innen klebt, so wie jetzt auf diesem Schnittmuster, dann habt ihr eben oben diesen kleinen Spalt. Und wenn ihr das nach außen klebt, den Kleber auf die andere Seite macht, dann habt ihr halt an der Seite einen kleinen Spalt. Oder so eine kleine Kante. Genau. Okay, also nur so zum Verständnis. Und jetzt habe ich mir hier so ein Schnittmuster gelegt und ich hoffe, dass ihr das auch ein bisschen erkennen könnt, wie ich das jetzt zuschneide. Ich klicke mir jetzt als erstes alle Falzlinien nach, damit ihr die im Video ein bisschen besser erkennen könnt. Damit ihr besser seht, was ich jetzt wegschneide. Ich glaube, so erkennt man es jetzt ganz gut. Ich zoome euch noch ein Stückchen raus. So. Ihr habt jetzt hier unten die etwas schmalere Lasche. Das ist die Lasche, an der ihr euch orientiert. Die kommt auf jeden Fall nach unten. Und von dieser Lasche fangen wir jetzt an zu schneiden. Also die schmale Lasche liegt unten und ich mache jetzt hier. Ich möchte jetzt die auch wieder außen dran haben, deswegen schräge ich die nicht an, die Klebelasche, sondern ich schneide mir die jetzt hier so gerade von unten nach oben bis zu meiner Falzlinienüberkreuzung ein. Also das ist meine mittlere Lasche. Hier rechts und links sind immer diese beiden Kästchen. Und diese Mittellasche, die schneide ich jetzt mal gerade an der Falz bis zur ersten Falzlinienüberkreuzung ein. Diesen Rand, diese beiden rechts und links, diese beiden doppelten Kästchen, die kann man einfach wegschneiden, die braucht man nicht. Und zwar hier und auch hier. Dann haben wir hier diese zwei langen und hier diese zwei langen. Die können auch weg. Die schneide ich mir jetzt auch schön gerade direkt an der Falzlinie bis zur nächsten Überkreuzung weg. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt haben wir hier nochmal vier äußere und vier innere Kästchen. Und jetzt schneiden wir uns die äußeren Kästchen weg. Also das hier oben, das hier und das hier. Jetzt sieht das Ganze so aus. Wieder unten ist unsere kleine Klebelasche, dann ein größeres Teil und dann haben wir hier diesen Bereich. Jetzt nehme ich mir ein Lineal und mein Falzbein und mache hier außen bei diesen vier Ecken, die wir jetzt hier noch haben, eine diagonale Falz rein. Das heißt, ich lege mir das hier schön an. Ich zoome euch jetzt mal noch mal ein bisschen hin, dass ihr das besser seht. Leg mir das hier schön an der Ecke an, das Lineal, und hier unten an der Ecke an und mache mir dann hier einfach eine Falz rein. Und das mache ich jetzt bei allen vier hier, hier und hier. Ich hoffe, die Kamera fängt das gut ein, bleibt scharf gestellt. Okay, und was ich jetzt noch mache, also ich habe jetzt hier meine diagonalen Falzen, die zeige ich euch jetzt mal von nah. Ihr erkennt die ein bisschen. Die Kamera stellt sich scharf, so. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir
diese Ecken noch ein bisschen einkürze. Und das mache ich so, dass ich mir einfach hier ungefähr 0,5 cm einschneide und hier auch nochmal 0,5 cm einschneide und dass ich mir das dann hier einfach wegschneide. Damit mache ich meine Ecken einfach noch ein bisschen kleiner und habe dann hier so eine kleinere Ecke. Ihr seht den Unterschied, hier ist die Ecke, es muss auch nicht ganz gerade sein, hier ist die Ecke schon kürzer und hier ist die Ecke noch ganz. Also nochmal, hier 0,5 cm ungefähr einschneiden, ebenso auf dieser Seite und dann das Ganze kürzen. Bei den unteren und auch bei den oberen zwei. Dafür drehe ich mir jetzt das Papier einfach nochmal 0,5, 0,5 und wieder abschneiden und wieder abschneiden. Und das Ganze mache ich jetzt noch bei dieser Seite. Ihr seht, wenn ihr die Box ein paar Mal gebastelt habt, dann ist das kein Problem mehr. Aber am Anfang, finde ich, muss man sich da schon ziemlich konzentrieren. Und ich hoffe, die Anleitung passt so für euch. Also ich versuche das ganz genau zu erklären, dass ihr das auf jeden Fall nachvollziehen könnt. Genau. Und jetzt ist unser Zuschnitt von der Box fertig. Was ihr machen könnt, was ich mache, aber was ihr nicht machen müsst, ist, wenn ihr einen Eckenabrunder habt. Ich habe da mal eine Stanze gekauft. Es gibt jetzt auch noch eine Stanze, da kann ich euch die Nummer einblenden. Das ist so eine Dreierstanze, die schaut so ähnlich aus wie diese, da ist aber noch ein Eckenabrunder dabei. Ich kann euch die Bestellnummer, wie gesagt, einblenden. Könntet ihr euch die noch abrunden? Kann man natürlich auch mit der Schere schneiden, wer das kann. Und es muss auch nicht perfekt aussehen, es ist einfach nur eine kleine Verschönerung von dem Ganzen. Wenn man die Box dann aufmacht, sieht man die Ecken ja ein bisschen. Und ich glaube, damit verschließt sich es auch ganz gut. So. Okay. Und jetzt brauchen wir unsere CD. Also vom Schneiden sind wir jetzt soweit fast fertig. Wir brauchen jetzt eben noch unsere Eingriffe. Das wäre jetzt schon eine Verpackung, die man einfach als komplette Verpackung nutzen könnte. Wo man dann auch an der Seite auf und zu machen kann, wenn man die Falzlinien noch geknickt hat. Das machen wir gleich, erst schneiden wir alles weg. Aber wir wollen ja diese tolle Verzierung, also diese Seitentaschen noch haben. Und dazu braucht man natürlich diese Ausschnitte. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt eben mit der CD. Auch hier mache ich wieder so meine dünnere Klebelasche unten und die lege ich mir jetzt so an, dass sie hier ganz genau an dieser Ecke liegt. Ich zoome euch jetzt mal da auch kurz mal nochmal hin, dass ihr das besser seht. Ich schiebe das mal ein bisschen nach oben. Also ihr habt jetzt hier die Falzlinie, seht ihr das? Ich stelle die Kamera nicht mehr scharf. Hier ist die Falzlinie, diese Ecke und hier oben ist die andere Falzlinie. Diese Ecke. Und in diesem Bereich lege ich meine CD so an, dass sie hier mit den Rändern genau perfekt da sich so überschneidet. Und das zeichne ich mir einfach mit dem Bleistift nach und mache das auf der anderen Seite genauso. Hoppala. Übrigens habe ich euch mal vor, es war eins meiner ersten Videos, glaube ich, oder also relativ am Anfang habe ich euch eine Verpackung gezeigt, eine Pillowbox mit auch einer CD. Das könnt ihr euch natürlich auch ganz gerne anschauen. Eine kleine Verpackung ist das. Das blende ich euch jetzt mal rechts oben hier im Video ein. Da haben wir auch eine CD gebraucht, um eine Verpackung zu machen. So, und damit diese Laschen, die wir hier oben ja auch noch reinmachen, das sind also diese beiden, diese Laschen sind dieses hier, damit die in dieser unteren Öffnung nicht sofort rausklappen, sondern dass die ein bisschen Halt haben, müssen die Laschen ein bisschen größer sein. Und deswegen habe ich sie oben so gemacht, das sind also diese beiden Laschen, dass ich mir hier einfach die CD ein bisschen weiter nach oben gelegt habe. Und zwar habe ich so gemacht, dass ich hier die CD ganz oben hinlege, also an den ganz oberen Bereich. Und damit ich da nicht so ganz krumm und bucklig bin, habe ich so gemacht, dass ich mir das Lineal da hinlege. 5 cm hier oben und 5 cm hier unten und mir dann die CD einfach da anlege, so ein bisschen hochschiebe und mir das dann anzeichne. Ich zeige euch das jetzt von fern, aber ich sehe das gleich noch beinahe.
Ich zoome euch da jetzt nämlich nochmal hin. Leg mir das jetzt nur auf die andere Seite. Zoome euch jetzt mal nochmal hin. Also ich lege mir jetzt hier mein Lineal so an, dass ich sehe, wo der Mittelpunkt ist. Das heißt, diese Lasche 10 cm hoch, also 5 cm hier und 5 cm da. Dann habe ich hier innen den Mittelpunkt. Da lege ich meine CD an. Schiebe mir die noch ein ganz kleines bisschen hoch, wirklich nur minimal, also in diese Richtung. Und zeichne jetzt hier diese Rundung danach. So bewirke ich, dass die Laschen hier oben ein bisschen größer sind als diese Einschubflächen hier unten. Und dann passt es. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach die Schere und schneide mir hier meine Ecken noch ab. Übrigens bei der kleinen Box, das zeige ich euch dann nachher noch, die kleine Box, die ist mit Stanzen gemacht. Also da muss man nicht ganz so viel schneiden, ein bisschen schneiden muss man auch, aber die kann man mit einer Stanze machen, die kleine Box. Hier habe ich ein bisschen die CD ein bisschen verruckelt gehabt. Ich orientiere mich ungefähr auf dem, hier ist meine Falzlinie und dass dieser Abstand hier ungefähr gleich ist von der CD. Aber das klappt, wenn man es richtig anlegt, klappt das ganz gut, aber bei mir war es jetzt ein bisschen verdreht. Und schneide mir da jetzt nur eine schöne Rundung nach. Okay. Und meine beiden unteren Teile, die schneide ich jetzt auch einfach nach. Und dann ist die Box schon fast fertig. Vom Grundgestell ist sie fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind diese kleinen Öhrchenfalten. Das heißt, ich knicke mir die so ein, hier, drehe mir das Papier um, halte es fest und knicke mir das Ganze dann dagegen nach innen. Ich zeige es euch gleich nochmal langsamer und falze es wirklich gut nach. Also das soll schon richtig fest nachgefalzt sein, dass das da super funktioniert. Also ihr hattet das Papier so liegen. Ich mache jetzt diese Seite hier, drehe mir das einmal so rein, so, und knicke mir das hier nach unten auf diese Ecke, damit sich das einfach so nach innen schön faltet und falze mir das hier nochmal so richtig fest nach. Ich drehe mir das nochmal rum in die Ausgangsposition. Drehe mir das einmal nochmal so rüber, dass jetzt meine kleine Klebelasche oben ist. Knicke mir das ein, klappe mir das hier so rüber und falze mir das schön nach. Ich hoffe, das ist verständlich. Es ist so schwierig zu erklären, aber wenn ihr das vor euch habt, dann ist es logisch, wie ihr das macht. Okay, also ich lege es nochmal in die Ausgangsposition, nur andersrum. Einknicken, runterfalzen, runterfalzen, nachfalzen. So, Box ist to die, sozusagen. Was wir jetzt noch machen, ist ein kleines bisschen stempeln. Und zwar nehme ich mir jetzt nochmal meine Stempelfarben in Marineblau und in Kupfer, das delikater ist es. Und diesen Stempel aus dem Festtagsglas mit diesen kleinen Klecksen. Und den stempel ich mir da jetzt einfach noch drauf. Das liegt einfach daran, dass das dann super zur Karte passt. Da habe ich das auch gemacht. Und damit sich das so ein bisschen wiederfindet in den ganzen, kommen da einfach nur ein paar Kleckse drauf. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Aber so eine kleine Feinheit ist es noch. Deswegen geht es hier einfach so ein bisschen drüber. Ungefähr so. Das könnt ihr ganz variieren. Ich zoome euch da mal auch ein bisschen näher ran, dass ihr das besser seht. So habe ich das jetzt drauf gekleckst. Und dann räume ich jetzt kurz auf und wir sehen uns gleich wieder. So, und jetzt geht es ans Zusammenkleben von der Box. Ich habe jetzt hier noch mein Designerpapier und ihr müsst da ein bisschen drauf achten, je nachdem wie ihr die Box macht. Wenn ihr die Box so macht, dass sie so aufrecht steht. Also es kommt darauf an, was ihr für ein Papier habt. Ich habe jetzt das Papier, das in diese Richtung geht. Das heißt, ich mache die Box auf jeden Fall hochkant. Wenn ihr so ein Papier habt wie auf diesem hier, dann könntet ihr die natürlich auch quer machen. Aber ich muss da ein bisschen auf meinen Verlauf achten von meinem Designerpapier. Und da mache ich es jetzt so, dass ich mir das Designerpapier hier auf diese Länge
lange Seite aufklebt. Wir haben uns das ja schon gefalzt. Ich falze mir jetzt erstmal die Falzlinie nochmal fein nach. Das kann ich jetzt so einfach mit der Hand machen. Und klebe mir das Ganze jetzt mal hier drauf. Macht das gerne mit Flüssigkleber, weil da könnt ihr nur ein bisschen ruckeln und schieben, dass es wirklich nur dieser Bereich ist mit diesem. Und dass die Falzlinien da auch drauf passen. Also die Falzlinien sind ja genauso gefalzt wie die ganze Box. Und so kann man das hier richtig schön drauf anbringen. Und ihr könnt natürlich das auch vorher aufkleben, bevor ihr euch diesen Rand macht mit der CD. Oder wie ich jetzt das jetzt gemacht habe, ich schneide jetzt einfach hier das Designerpapier noch weg. Das sieht man jetzt so auch ganz gut, wo man das schneiden muss. Oder man klebt es eben einfach vorher auf, dann kann man das zusammenschneiden, bevor man die CD anzeichnet. Aber wie gesagt, das ist fast egal. So. Und jetzt klebe ich mir noch meine Klebelasche da an und ich mache das wieder so, dass die oben drüber steht. Deswegen muss ich jetzt den Kleber auf die Innenseite machen, wenn ihr das verstecken wollt. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann könnt ihr das auch so hinkleben. Dann sieht man hier oben eben diesen Schlitz, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich mache es jetzt außen drauf, deswegen klebe ich mir jetzt mein Klebeband innen drauf. Und wenn ihr es andersrum haben wollt, dann müsst ihr einfach nur, das zeige ich euch auch gleich. Ich bin da jetzt auch relativ großzügig. Das ist die einzige Stelle, wo wir kleben, die Box. Wenn ihr es andersrum haben wollt, dann müsst ihr den Kleber auf diese Seite aufbringen. Jetzt könnt ihr nochmal alle Linien ein bisschen nachfahren, alle Knicke. Aber prinzipiell schließt sich jetzt die Box hier schon super. Und die hebt. Also so sieht sie jetzt aus. Also die hebt jetzt wirklich total gut. Bei der ist es so, die hebt ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht genau warum. Also da würde ich vielleicht eher eine Banderole rum machen. Das seht ihr dann, wie ihr das machen wollt. Ich mache jetzt bei der keine Banderole, weil wir bei der kleinen Box eine Banderole machen. Und da seht ihr dann, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr das auch mit der großen Box machen, wenn ihr eine Banderole drauf haben wollt. Ich mache die jetzt, wie gesagt, hochkant und mache hier mein Etikett und meine Deko drauf. Und dazu habe ich ja schon ein bisschen was hergerichtet. Einmal habe ich mir das Kupferpapier schon mal mit dem Hammerschlag, muss ich mal schnell suchen, wo ist es hier, mit der 3D-Hammerschlagplatte geprägt. Wenn ihr euch was prägen wollt mit diesem Hammerschlag, das ist eine 3D-Platte, dann braucht ihr nur eure dicke Grundplatte, nur diese einzelne Platte, dann eure Prägeform mit dem Papier innen drinnen und dann die Matte drüber, diese blaue, und dann kurbelt ihr euch das so durch die Big Shot. Diese dünne und die beiden Acrylplatten braucht ihr dann nicht. So könnt ihr euch das so prägen, dass ihr dann dieses Ergebnis habt. Da muss man eben ein bisschen schauen, bei den 3D-Prägeformen ist das anders mit dieser blauen Platte. Ich habe das schon gemacht und stanze mir jetzt hier mit der kleinen Christbaumzierde-Stanze ein kleines Etikett aus. Und ich habe es ja hier schon aufgestempelt, das, ich sage Etikett, eine kleine Christbaumkugel und jetzt mache ich eben die große Christbaumkugel. Die habe ich schon aufgestempelt und die stanze ich mit der großen Stanze auch noch aus. Dieses Stanzset gibt es eben als Set und es gibt es auch als Bundle zusammen mit dem Festtagsglanz. Das kann man also, wenn man es zusammennimmt, kann man sich da 10% sparen. Wenn ihr das als Set bestellen wollt, dann ist das hier unten die Bestellnummer 153007. Wie gesagt, ich mache euch die Bestellnummern immer jetzt so, halte ich euch die ins Bild rein und sage, die blende die nicht mehr ein wegen der Videobearbeitungszeit, aber ich möchte damit auch nicht nerven oder so, sondern das ist einfach nur, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt und wie die Bestellnummern sind. Okay, und dann habe ich mir ausgestanzt aus den bestickten Rechtecken diese Formen. Und zwar habe ich einfach eine größere Form und eine kleinere ausgestanzt. Ich kann euch auch noch ein bisschen hinzoomen, ihr seid jetzt so weit weg. Und diese kleinere schneide ich einfach auseinander. Ihr könnt einfach selber gucken, wenn ihr das zu Hause habt, je nachdem welchen Spruch ihr nehmt, dann nehmt ihr die Stanzform dazu und dann einfach
eine Nummer kleiner oder zwei Nummern kleiner, also eher zwei Nummern kleiner, die andere Stanzform dazu. Und ich brauche jetzt eben hier nur eine Seite, deswegen kann ich das einfach hier hinten gleich mal draufkleben. Dazu mache ich da einfach ein bisschen Flüssigkleber drauf. Klebe dann dieses Etikett auf das andere. Das habt ihr auch in dem Kartenvideo schon gesehen. Da habe ich es euch auch nochmal genau erklärt. Und dann baue ich mir so meine Deko jetzt so außenrum. Dann nehme ich jetzt einfach einen Mini-Klebepunkt, mache mein Etikett über meine, ich sage immer Etikett, mache meine kleine Kugel auf die große Kugel drauf. Vielleicht sollte ich den Klebepunkt auch mitnehmen, der wollte jetzt nicht. Den braucht man natürlich zum Kleben. So. Dann nehme ich mir einfach ein Stück von dem Kupferband, von dem Kupfergarn. Falls ihr das noch habt, könnt ihr das auch benutzen. Das ist einfach nur eine kleine Feinheit in den Hintergrund. Klebe mir das Ganze auf den Klebepunkt auf. Kommt auch aufs Papier drauf an. Ihr könnt natürlich auch den Garn in Silber nehmen, den gibt es noch im Sortiment. Und klebe mir das Ganze jetzt so ein bisschen in den Hintergrund. Und das Ganze klebe ich mir jetzt nochmal mit einem Klebepunkt oder auch mit ein bisschen Flüssigkleber. Das geht jetzt genauso. Noch auf meine beiden Blätter drauf. Das passt jetzt auch von der Größe hier perfekt, wo wir diese kleine Frucht weggeschnitten haben. Das kann man da super drüber kleben. So. Und genau, das Ganze klebe ich jetzt einfach mit einem Abstandsklebepad noch auf mein Etikett auf. Mal hier so schief, da mache ich die jetzt mal hier so drauf. Den Spruch habe ich auch ein bisschen nach rechts gestempelt. Ich zoome euch nochmal hin, damit ich da noch ein bisschen Platz habe für meine üppige Dekoration. Und das Ganze wird jetzt einfach hier so drauf gebracht. So, also Etikett ist fertig. Das Ganze können wir jetzt hier so draufkleben. Und dann ist unsere Verpackung auch schon fertig. Die erste. Also von den Punkten sieht man relativ wenig. Ich hätte die vielleicht eher so in diese Richtung stempeln sollen, aber ich dachte, ja, ich mache es andersrum. Aber ist egal, ein paar Punkte sind da. Ein bisschen sieht man sogar das Kupfer hier unten noch durchschimmern und dann passt es jetzt perfekt zu der Karte dazu. Und man hat hier Karte und Verpackung, die wundervoll zusammenpassen und total schön miteinander harmonieren. Schön, oder? Ich finde es total toll. Ich finde die beide wirklich toll. Ah, ich wollte euch eigentlich noch zeigen, woher die Idee stammt. Die Idee zu dieser Verpackung kommt von einer After Eight Box, die nämlich auch so verschlossen wird. Und da habe ich ziemlich rumgetüftelt, bis ich das so hatte wie jetzt. Aber es hat geklappt und das war der Ideengeber dazu. Also ein bisschen Werbung muss ich schon machen. Auch wenn ich das nicht esse, aber die Verpackung ist wunderschön. Okay. Und jetzt machen wir das Ganze noch in klein. Ich hoffe, das geht jetzt schneller. Ich habe da auch schon was hergerichtet. Wird ein bisschen länger, das Video, aber ihr lernt da auf jeden Fall ganz viel dazu, hoffe ich. Das ist ja wirklich eine tolle Verpackung und muss man sich manchmal ein bisschen Zeit geben, nehmen dafür. So, ihr Lieben, und jetzt zeige ich euch, was ihr für die kleine Verpackung alles braucht. Also ich habe hier ein Stück Sahara-Sand wieder, also von den Farben und vom Design bleiben wir fast gleich. Ich habe nur ein anderes Designerpapier, aber aus der gleichen Serie genommen. Das Sahara-Sand hat das Maß 17,5 x 16 cm. Das falzen wir gleich nochmal zusammen. Dann habe ich eine Banderole mit einem Designerpapier mit 16 x 5 cm. Das ist gefalzt bei 2,5, bei 5, bei 11 und bei 13,5 cm. Und eine Banderole, das ist einfach ein Stück Marineblau mit dem Maß 19,5 x 1,2, gefalzt bei 2,5, 5, 11 und bei 13,5 cm. Dann habe ich noch ein bisschen was ausgestanzt aus so Pergamentpapier, aber das erkläre ich vielleicht nachher. Was wir jetzt machen, ist ein kleiner Kniff für die Stempelei, zeige ich euch im Video, wie das Ganze funktioniert mit der Stanze. Und wir falzen das jetzt auch nochmal zusammen. Wichtig ist, dass wir jetzt gucken, unser Papier, dass die richtige Länge oben liegt. Weil es ist sehr ähnlich mit den 17,5 und den 16 cm. Also die 17,5 falzen wir jetzt zuerst. Deswegen gucke ich jetzt nur kurz, ob das wirklich die richtige Seite ist. Ja, also 17,5 Papier liegt jetzt oben. Und das falze ich mir jetzt einmal bei 2,5 cm. Das lege ich mir jetzt gleich hier bei 2,5 cm an. Drehe mir das Ganze einmal rum. Falze es mir dann noch bei 7,5 cm.
Also 2,5 und 7,5 cm. Dann bei 10 cm und bei 15 cm. Dann drehe ich mir das ganze Papier so, dass jetzt die 16 cm Seite oben liegt. Falls es mir nochmal bei 2,5 cm, wieder auf der Seite mache ich das, drehe mir das so, dass diese Falzlinie jetzt hier drüben ist, auf der linken Seite. Dann bei 5 cm. Bei 11 cm und bei 13,5 cm. Und dann sieht es wieder so aus wie vorher. Ich falze mir jetzt nochmal die Falzlinie nach, um euch das besser zu zeigen. Und jetzt ist es so, dass diese Klebelasche oben und unten gleich ist. Also jetzt müsst ihr nicht mehr aufpassen, wie die liegt, sondern nur, dass die hier unten liegt, dass hier diese zwei Knicke sind auf der rechten und auf der linken Seite und unten ist eben nur ein Knick und oben ist nur ein Knick. So könnt ihr euch jetzt orientieren, wie euer Blatt jetzt ausschaut, so wie vorher eben. Und jetzt schneiden wir uns das auch wieder so schön weg und der Schnitt ist genauso wie der vorher. So, und ich habe gesagt, zeige euch das jetzt mit der Stanze. Und zwar benutze ich die 2-Inch Kreisstanze. Und ich habe mir einen Kreis einfach mal komplett ausgestanzt und mir den in der Mitte geknickt. Und dann noch ungefähr bei 0,5 cm weiter auf der anderen Seite nochmal geknickt. Also ich habe jetzt hier zwei Knicke drin bei meinem Kreis. Eins genau in der Mitte und eins so 0,5 cm weiter drüben. Weil ich finde, das ist so eigentlich eine schöne Eingriffslasche. So habe ich mir das einfach da drauf gelegt und weiß dann, habe jetzt ein Muster sozusagen und kann mir das hier schön anzeichnen. Das lege ich jetzt da einfach schön hin. Mache mir dann nur eine Markierung, damit ich weiß, wo ich gleich ausstanzen muss. Auf beiden Seiten. Ich zoome euch nochmal ein bisschen hin. So. Also das ist jetzt nicht dieser mittlere Knick, sondern dieser ungefähr 0,5 oder 0,4 von der Mitte entfernt. So habe ich mir das eingeknickt, draufgelegt und kann das schön nachzeichnen. Und dann kann ich mir das einfach so stanzen, indem ich das hier in die Stanze reinlege und mir das genauso ausstanze, wie ich das jetzt aufgezeichnet habe. Auch hier habe ich es so gemacht, dass ich mir diese kleinen Bereiche ein bisschen einschneide und mir diese Ecken ein bisschen verkleinere. Das mache ich jetzt noch. Das mache ich auch wieder an allen vier. Und da schneide ich das vielleicht so 0,3. Also das ist wirklich so Pi mal Daumen, da bin ich jetzt nicht, male ich mir das nicht extra auf mit dem Lineal, sondern das schneide ich wirklich so nach Augenmaß ein. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Bei der kleinen Box runde ich mir das auch gar nicht ab, da lasse ich das einfach so. Und jetzt müssen wir hier oben natürlich auch noch unsere Rundung reinmachen. Und da nehme ich wieder mein Muster und halte mir das einfach so hin. Das ist ja auch hier von der Höhe genau passend und kann mir hier den Kreis aufzeichnen. Und ich schiebe das jetzt nochmal wieder ein bisschen nach oben. Auch ein paar Millimeter. Also ich lege es mir erst genau bündig hier an und dann schiebe ich es mir einfach ein bisschen nach oben. Dann wieder an beiden Seiten. Also erstmal bündig anlegen. Und ein bisschen nach oben schieben. Und dann nochmal nachschneiden. Ja, jetzt habe ich es wieder so gemacht, gell? Ich wollte mir ja jetzt eigentlich das Papier zuerst ankleben. Naja, das kann man ja immer noch machen. Ich klebe jetzt mein Designerpapier auf und schneide mir danach die zweite Seite ab.
Also erst draufgeklebt, dann angelegt, dann nachgezeichnet, dann ausgeschnitten. Dann spart man sich einfach zwei Schnitte. Aber das ist eigentlich egal. Kann man machen, wie man möchte. Wer jetzt noch möchte, kann natürlich hier noch ein bisschen hinstempeln. Um das ganze Konzept wieder aufzugreifen, stempel ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen. Mal schauen, ob man es jetzt besser sieht. Aber wenn man jetzt die Banderole dann abnimmt mit der Deko dran, dann sieht man es auf jeden Fall besser als vorher. Dann können wir es schon mal zusammenkleben. Und hier ist es ja jetzt so, dass diese Klebelasche genauso breit ist wie die Verpackung, weil unser Papier einfach kleiner ist und wir somit mehr Papier haben. Und dann kann ich das auch so ankleben, dass diese Kante dann nach unten zeigt. Und dafür bringe ich jetzt den Kleber auf der Innenseite an. Und das mache ich auch wieder mit dem Abreißklebeband. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu beeilen, weil das Video sonst, glaube ich, schon ziemlich lang wird. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Aber so hat man halt eben die Möglichkeit, dass man die Boxen auch mal in verschiedenen Größen basteln kann. Ich wollte euch auch noch die Maße sagen, das zeige ich euch, hoffentlich vergesse ich es nicht, was die Boxen dann für Maße haben am Ende. Uah, eins noch, ne? Man soll nicht hudeln, gell? Bevor ich es mir jetzt zusammenklebe, knicke ich mir die wieder so ein. Und zwar wieder diese Öhrchen einfach nachknicken. Und gut nachfalzen. Zeige ich das jetzt auch noch einmal ganz genau, weil ich glaube, das ist immer sowas, wo man überlegen muss. Mein Designerpapier ist jetzt unten. Ich habe jetzt hier noch ein Öhrchen, das ich einknicken möchte. Also ich nehme jetzt einfach diese ganze Lasche, lege mir das hier drauf auf mein Papier, habe jetzt hier diesen Unterbereich unter dem Bereich der Lasche und ziehe mir einfach diesen oberen Teil dieses Dreiecks so da drauf, dass das hier schön bündig anliegt und kann das jetzt hier schön nachfalzen. Das ist auch ein bisschen schwierig zum Zeigen im Video. Okay, dann zoome ich euch wieder ein bisschen raus. Ich hoffe, euch wird es heute nicht schwindelig. Und jetzt kann ich die Box zusammenkleben. Wenn das schön nachgefalzt ist, tut man sich da einfach ein bisschen leichter. Super. Box ist fertig. Fehlt nur noch die Deko. Kann man schön zusammenstecken. So. Und sieht wirklich süß aus. Und wenn das mal nicht ganz, ganz perfekt ist, also von diesen Laschen, wenn die Laschen mal nicht ganz perfekt sind, ihr seht es, das sieht man danach gar nicht mehr. Also macht euch da keinen Kopf, das kriegt ihr auf jeden Fall hin und das ist gar kein Problem. Jetzt geht es nur noch an die Deko und dann haben wir es geschafft. Und bei der Deko wollte ich euch noch einen ganz kleinen Kniff zeigen. Und zwar habe ich ja hier das für dich und es ist aus dem gleichen Stempelset, das wir eben schon verwendet haben, also aus den Tannen und Karos. Aber da ist ja noch einiges dazu drauf. Und wie das funktioniert und ihr das ganz einfach auch hinbekommen könnt, dass wir nur das für dich brauchen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar mache ich es einfach so, ich nehme mir ein Post-it und klebe das hier oben drüber. Das Einzige, was hier ein bisschen schwierig ist, ist, dass hier noch diese Schnörkelchen dran sind. Ich habe es bei dem so gemacht, ich habe die mit aufgestempelt, aber musste die dann noch mit dem Marker nachfahren. Und jetzt mache ich es so, dass ich mir einfach nochmal ein Post-it nehme und mir das auch noch so über den Rand drüber klebe. Das reiße ich mal so klein, dass ich jetzt wirklich nur das für dich habe. Und so gehe ich jetzt tatsächlich in mein Stempelkissen rein. Einmal gescheit, dass ich alles schön erwische von meiner Schrift. Jetzt sieht das Ganze so aus. Dann nehme ich mir die einfach wieder ab und kann mir jetzt nur den Spruch dahin stempeln. Und so könnt ihr das mit allem machen, was ihr an Sprüchen habt. Könnt ihr auch ein bisschen, ja, selber ein bisschen rum experimentieren. Meine Ü-Punkte habe ich nicht ganz erwischt, die fahre ich jetzt einfach nochmal nach. Aber an sich habe ich jetzt hier einen tollen Stempel. Einfach aus einem Stempel, den ich sowieso schon habe. Wenn ihr da irgendwie was habt, wo ihr verwenden wollt, dann könnt ihr das auch so machen. Okay, und dann wird das Etikett wieder so aufgeklebt, wie wir es schon kennen. Einfach unser kleines Etikett schneide ich jetzt auseinander, weil wir das ja rechts und links brauchen. Setze mir da ein bisschen Kleber drauf. Und kann es jetzt auch so machen, dass ich jetzt meine Banderole, wie gesagt, die habe ich jetzt schon vorgefalzt, dass ich mir die hier schön drüber wickel. Einfach so anlegen. Ihr könntet es so machen, dass ihr die unten zusammenklebt oder, jetzt gucken wir mal, ja, ich würde es einfach nach unten zusammenkleben. Das heißt, einfach einmal rumlegen, bisschen Flüssigkleber.
schön aneinander kleben. Nicht ganz zu stramm, aber auch nicht zu locker. Das ist so ein bisschen Gefühlssache. Kurz warten, bis der Kleber angetrocknet ist. Und dann können wir uns das einfach da drauf setzen. Ich nehme da jetzt einfach zwei Dimensionals. Und was ich davor noch mache, ich habe hier unten, also ich nehme, habe hier noch den Garn und das Sternchen. Das mache ich jetzt nicht hin, aber ich habe hier unten diese kleinen Zweige noch ausgestanzt aus Pergamentpapier. Das ist einfach mit dieser Zweigstanze, Zierzweig, mit dem Pergamentpapier einfach zwei Stück ausstanzen, eines davon auseinanderschneiden und dann klebe ich mir das noch unten drauf auf mein Etikett. Das mache ich jetzt einfach noch mit Glue Dots. So, nur gucken, dass wir es richtig an die richtige Stelle setzen. Ich möchte es gerne da unten haben. Wir könnten jetzt auch zwei nach unten und eine nach oben machen. Das wäre doch auch schön, wenn wir oben schon nichts haben. Ja, so machen wir das. Also das eine habe ich mir einfach auseinandergeschnitten. Das kommt dann hier noch so nach oben. Und dann wird das Ganze einfach draufgeklebt. Und unsere Verpackung ist fertig. Ja, ich finde, das lassen wir so. Das schaut gut aus. Das Video muss auch irgendwann mal fertig sein. Und habe jetzt hier eine kleine Mini-Schachtel, die da total süß ausschaut, oder? Mit einer schönen Banderole außenrum. Ja. Wunderschön für eine kleine Kette in so einem Schmuckkästchen oder so, glaube ich, könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Dann legen wir nochmal die großen Verpackungen dazu. Wie gesagt, ihr könnt euch natürlich auch beim Großen eine Banderole hinmachen, je nachdem, was ihr verschenkt, wie schwer das ist, dass man das dann gut unterbringt. Ich finde die Boxen wunderschön, ich hoffe, sie gefallen euch auch. Und es ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber es ist wirklich schön und das Ergebnis ist einfach toll, weil man einfach selten, glaube ich, so eine Box kriegt, wo man hier so schön aufmachen kann, oder? Ich finde das wirklich cool. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch so gestalten, wie ihr könnt euch da austoben, wie immer. Ich danke euch jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!